Viele von Ihnen, vor allem die Mitarbeiter, kennen die Firmengeschichte im Großen und Ganzen. Sie wissen, dass Liebe durch den Magen geht, dass sich vor 100 Jahren meine Großeltern fanden, der Konditormeister Alfred Eugenritter und die Süßwarenladeninhaberin Clara Göttle. Dass die beiden heirateten und bald darauf die Schokoladen- und Zuckerwarenfabrik Alfred Ritter Cannstatt gründeten. Dass sie 1930 mit stolzen 80 Mitarbeitern und einer Schokoladenfabrik im Gepäck in schöne Waldenbuch zogen. Dass unsere Familie seit 3 Generationen der Schokolade verpflichtet ist und damit seit 100 Jahren dem schönsten Handwerk nachgeht, das es geben kann. 100 Jahre Ritter bedeutet 100 Jahre Familie, 100 Jahre Engagement, 100 Jahre Fleiß, 100 Jahre harte Arbeit und 100 Jahre süße Früchte. Deshalb reicht es auch nicht, ihn aus dem Geschichtsbuch vorzulesen und begreiflich zu machen, wie wir, die Mitarbeiter und die Familie Ritter, unser Unternehmen wahrnehmen. Stattdessen möchten wir heute gemeinsam mit Ihnen und Ihren Familien und Freunden ein Fest der Sinne feiern. Ein Fest, das in unzähligen Farben, Düften, Gefühlen, Geschichten und Geschmäckern erzählt, was es mit Ritter auf sich hat. Ganz so einfach lässt sich das Rittergefühl für mich auch nicht beschreiben. Schließlich haben meine Schwester Mali und ich das Unternehmen von klein auf als Familienmitglied empfunden. Und das sicher nicht nur, weil wir Schokolade essen durften. Es ist einfach ein anderes Verhältnis zum Produkt, wenn der eigene Name draufsteht, wenn es das Lebenswerk der Eltern und Großeltern ist. Wenn man durch Waldenbuch läuft und spürt, wie viele Menschen hier mit dem Unternehmen eng verbunden sind, wenn man also hier die Schokoladenseite des Lebens genießen darf. Und das hat nicht nur mit der Alfred Ritter GmbH und unseren Produkten zu tun, sondern gerade auch mit Ihnen, unserer engagierten Belegschaft. So banal es auch klingt, ein Unternehmen ist tatsächlich so gut wie seine Mitarbeiter. Tag für Tag erlebe ich Menschen, die Begeisterung mitbringen und Loyalität, die morgens gerne ins Geschäft kommen und dort nicht etwa dem Ende des Arbeitstags entgegenfiebern, sondern mit Herz und Verstand für das Unternehmen und seine Produkte sich einsetzen. Die gemeinsam eine einzigartige Kultur entwickelt haben, in der Gemeinschaft, Verantwortung und neue Ideen eine große Rolle spielen. Ich finde, die Familienmitglieder der hier anwesenden Mitarbeiter können Ihnen, liebe Mitarbeiter, die Sie mit Ihrem Engagement dieses Unternehmen möglich machen, einen dicken Applaus geben. Zu dieser Kultur trägt auch die Geschäftsleitung nach bestem Wissen und Gewissen bei, auch in Zukunft, das verspreche ich Ihnen hiermit. Was wir in Sachen Mitarbeiterbeteiligung, Schulungen, Ausbildung, Gesundheitsthemen erreicht haben, soll längst nicht das Ende der Fahnenstange sein. Zumal, und das ist das Schöne daran, sich dieser Ansatz offenbar 1:1 auf die Qualität der Produkte auswirkt. Dafür gibt es handfeste Belege. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich darf Sie heute mit einem ganz besonderen Erfolg überraschen. Wir sind mittlerweile der drittgrößte Schokoladetafelhersteller in Europa. Vor 2 Jahren lagen wir noch auf Platz 5. Und eigentlich war ich davon ausgegangen, dass wir erst übernächstes Jahr Platz 3 erreichen, aber es ist jetzt schon gelungen. Dass wir uns darauf nicht ausruhen, ist klar, aber freuen und stolz sein können wir trotzdem. Und eines zeigt der Erfolg ja auch, dass nach oben weiterhin Luft ist. Ich werde immer wieder gefragt, wie es uns gelingt, dass das kleine Unternehmen Alfred Ritter
gegen die Großen auf diesem riesigen Schokolademarkt sich durchsetzen kann? Die Antwort lautet, wir machen nur das eine, aber das machen wir gut. Und für unsere Belegschaft möchte ich hinzufügen, wir machen genauso weiter, bloß immer ein bisschen besser. Und das gilt nicht nur für Rittersport in Waldenbuch, sondern für Ritter in aller Welt. In mehr als 90 Ländern rund um den Globus knacken Menschen ihre Lieblingssorten. Unsere Aufgabe liegt jedoch nicht nur darin, ihnen stets die gewohnt hohe Qualität zu bieten. Vielmehr tragen wir auch Verantwortung für unsere Zulieferer. Weg. Ah, jetzt tut's wieder. wir tragen auch Verantwortung für unsere Zulieferer, die maßgeblich zu unserem Erfolg beitragen. Wie wir diese Verantwortung wahrnehmen, lässt sich schön am Beispiel Nicaragua zeigen. Dort hat die Firma Ritter bereits vor mehr als 20 Jahren das Entwicklungsprojekt Kakao Nica ins Leben gerufen. Es unterstützt 700 Kleinbauern, die für uns zu fairen Preisen den wertvollen Rohstoff Kakao produzieren. Aber nicht nur faire Bezahlung, sondern auch ökologisches und forstwirtschaftliches Know-how fließen über das Projekt in die Region. Damit können sich die Familien langfristig eine sichere Existenz aufbauen. Das Engagement macht sich vielfältig bezahlt. Denn in Kakao Nica wird die Landwirtschaft durch ökologischen Anbau gefördert. Wir erhalten nicht nur erstklassige Rohstoffe, auch der Regenwald wird geschützt. Wir forschen sogar auf. Das Projekt hat vier Gewinner. Das Klima, die Bauern in Nicaragua, die Firma Ritter Sport, die Hochqualitätskakao zu fairen Preisen bekommt und die Schokoladengenießer. Probieren Sie selbst. Lassen Sie sich das Projekt Kakao Nica doch nachher einfach auf der Zunge zergehen. Zum Beispiel in einer der fünf Varianten unseres Biosortiments, mit dem wir seit 2008 auf dem Markt sind. Auch für unsere Ehrengäste ist was dabei. Als grüne Schokolade beispielsweise gebe ich Ihnen, Herr Ministerpräsident, nachher die Biosorte Kakaosplitternuss, eine meiner Lieblingssorten, mit auf den Weg. Ich habe mir sagen lassen, dass sie die Menschen über alle Parteigrenzen hinweg überzeugt. In jedem Fall kann sie hilfreich sein, wenn Sie im Landtag eine harte politische Nuss zu knacken haben. Wir folgen mit dem Biosortiment nicht einem Trend. Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wissen, dass es nicht so ist. Sie wissen, dass wir die Themen Bio und Ökologie schon lange als zentralen Baustein unserer Firmenphilosophie sehen. Dass zum Beispiel unser Strom hier am Standort seit 2002 aus unserem eigenen Blockheizkraftwerk stammt und aus regenerativem Strom aus Schönau und eben schon lange nicht mehr aus Atomkraft. Und dass unser Museum ebenfalls vollständig mit Sonnenkraft, Holzpellets und Ökostrom betrieben wird. Ob sich's auf diese Weise besser produziert? Naja, im Alltag merken Sie vielleicht nicht so viel, aber ich denke schon, dass es ein gutes Gefühl und langfristig sinnvoll ist, anständig und nachhaltig zu wirtschaften. Deshalb werden wir diesen Weg weiterhin verfolgen, weil schwäbisch ausdrückt, es ist schon richtig so. Richtig ist aber auch, heute bei aller schwäbischen Bescheidenheit, richtig ist auch bei aller schwäbischen Bescheidenheit, heute ein rauschendes Fest zu feiern. Dass wir das auch können, zeigt unsere bunte Schokotour. Sage und schreibe, 9 Lkw kutschieren das Bauwerk mit unserer Schokowelt, mit Jubiläumsshop, mit Chocolatier und den schönsten Fotos aus 100 Jahren Rittergeschichte quer durch Deutschland. Mehr als 60.000 Menschen haben den rittertypischen Kubus bereits besucht. Sie haben es wahrscheinlich beim Reingehen gesehen. Er ist heute auch hier aufgebaut. Ich fand bei diesem Fest auch